Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Beratungssuchende, leider kann nun schon in der zweiten Woche die persönliche Sozialrechtsberatung in den Beratungsstellen nicht stattfinden. Ich bin sicher, dass die Mitarbeiter des Jobcenters Essen ihr Bestes geben, um auch in diesen Zeiten die Leistungsgewährung sicherzustellen. Dies ändert jedoch nichts daran, dass bei vielen Menschen, manche schon längere Zeit im Sozialleistungsbezug, manche vielleicht durch die wirtschaftlichen Probleme jetzt in den Leistungsbezug hineingezwungen, weiterhin Fragen auftreten. Es kann daher, nachdem die persönliche Beratung nicht möglich ist, nach wie vor ein Online-Beratungsangebot und auch postalische Beratung angeboten werden. Ihre Bescheide können geprüft werden, sie sollen geprüft werden. Es gibt aktuell neben dem Thema Corona, das unsere Zeit beherrscht, auch Themen, die sozialrechtlicher Natur sind. Beispielsweise spricht vieles dafür, dass die Leistungsgewährung bei den Mieten anders laufen müsste, als sie aktuell läuft. Wenn die Beratungsstellen wieder anlaufen, werden sich viele Fragen ergeben, vielleicht auch zu viele, um sie auf einmal zu bewältigen. Deswegen kann ich Ihnen nur anbieten und raten, die Beratungsangebote, die Sie unter anderem auf der Webseite des gemeinnützigen Vereins BG 45 Hartz IV Netzwerk Essen sehen können und auch unter der Beratungsseite www.hartz4.nrw wahrzunehmen. Beratung kann helfen, auch in diesen Zeiten. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.